Wow, was geht da ab, Freunde? Was ging da ab? Ich grüße euch, Freunde, recht herzlich zu einer weiteren Folge Gran Turismo Sport. Genau, wir von heute Tourist Trophy Rennen Numero Dos, ne, Uno, Chest, ich kann kein Spanisch, ich glaube, ja, Numero 3 auf jeden Fall. Und ja, wie wir sehen können, Nürburgring Nordschleife, ja, 20 Kilometer, Junge. Das wird lustig, Freunde. Dennoch mit dem Audi hier, mit dem TT, ey. Also das kann lange dauern. Holt euch Cracker, holt euch was zu trinken. Schüttelt euch nochmal das Bett durch, keine Ahnung, wo ihr gerade seid. Und dann würde ich sagen, start mal mit der Nordschleife. Viel Spaß. So, Freunde, da sind wir. Und wir sehen auch schon das wunderbare Karussell. Ja, nur das kleine, glaube ich, das kleine Karussell. Ja. Touristentrophy mit Audi TT. Das wird lustig, denn wir wissen, der rutscht und der rutscht sehr stark über die Frontachse. Also, lieber Herr Gesangsverein, das wird lustig mit dem Teil. Denn eine ganze Runde, ja, wünscht mir Glück, weil ich das überlebe hier. Amen, sage ich nur. Gut, wir starten. Stimmt Igor ganz hinten, ja genau. Na, dann wollen wir mal. Puh. Viel Spaß. Aber war ein schön. Schöner, schön Tageszeit, ja, guckt euch mal an, ja, mit dem ganzen Licht und so. Sieht schon sehr schick aus. So, dann fahren wir mal die Nordschleife fertig. Ja, Nordschleife ist bekannt durch ihre Höhen und Tiefen, sei es jetzt, ja, von der Strecke her oder einfach auch von der Aussage her, es hat wirklich ihre Höhen und Tiefen, die Strecke. Also manchmal gibt es hier Kurven, da denkst du dir so, oh, die nimmst du doch easy, easy. Der bremst so früh ab, warum auch immer. Und dann geht's vor Kohle, denkst du so, nee, die schaffe ich sowieso nicht. Und dann schaffst du die wirklich nicht. Dann drehst du dich gefühlt 40 Jahre um eine eigene Achse. Und dann darfst du hinten anstehen und eine Nummer ziehen. Das ist natürlich dann immer ungünstig. Oh, mal einen Platz hier. Aber läuft gut, der Audi, läuft gut. Ich habe ein gutes Gefühl jetzt mit dem Wagen. Also ich hoffe, es bleibt dabei. So, Thunder Hayden müssen wir überholen. Da vorne in so einem grün gestreiften Audi. Ich ziehe mal hier nicht links. Oh. Links vorbei, aber ich habe schon gesehen, er hat zugemacht. 140 Sachen. Oh, was geht da ab, Freunde? Was ging da ab? Alter, das war gerade eine Reaktion vor dem Herrn. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das jetzt überlebe. Dass ich da was ausweichen kann. Alter, war das knapp. Freunde, untergehen in Sonne. Was war das denn? Er verbremst sich ja mal voll, der Kollege. Okay, da stand deutlich mal voll unter Druck. Wow. Puh. Ich hoffe, sowas kommt nicht nochmal. Sah zwar geil aus, aber... Oh Gott. Sorry. Hätten mir aber den Tod gekostet, in echt, Alter. Das war eine richtige Blitzreaktion, ey. So. Wir haben keinen Reifenverschleiß, okay. Das ist schon mal sehr gut. Der Turbo arbeitet auch schön. Ist die eigentlich, wie die Messung heißt, untereinbar, sagt man denn 0,022 bar oder wie sagt man das denn? Ich kenne mich da nicht so aus mit der Rechnung. Also ich weiß 1 bar, 2 bar, 3 bar, die vollen Zahlen kenne ich ja. Oder wenn man sagt 1,5 bar, aber wie sagt man denn, wenn es jetzt untereinbar ist, sagt man denn 0,500 bar oder wie sagt man das? Ich weiß das nämlich gar nicht. Ich traue mich nicht voll durchzuziehen mit dem Wagen, weil die KI so unsauber fährt. Da traue ich mich nicht voll durchzuziehen. Hier müssen wir später, früher bremsen wir nicht, wegen dieser Kurvenformatierung. Genau deswegen. Das schwarze Audi macht es schon perfekt vor. Wow. Das war ein schickes, schönes Manöver. Ja, Freunde, ich werde diese Strecke mit in eine Folge einbeziehen. Also, das heißt, das wird jetzt eine Folge werden auf dieser Strecke. Danach ist wieder Sense. Aber ich denke mal, hier vorne bestimmt 5 Minuten oder so. Ja, 6 Minuten! Alter!
Weil ihr wisst ja, ich versuche das meistens eher einheitlich alles zu lassen. Ein Rennen. Beziehungsweise ein Cup, also, ne? Ein Cup, eine Folge. Ich dachte mir so, die Nordschleife ist ja schon so geil, die kannst du als Spezialfolge nehmen. Boah. So. Kollege, darf ich vorbei? Jawohl. So, Platz 2. Hier heißt der Frey ist erster, der Deutsche. El Frey, okay. Hat aber nicht gerade einen deutschen Nachnamen. Aber gut. Ich denke gerade, sehr viele am Arbeiten hier, sehr viel am Arbeiten. So, Kumpel, wie fährst du jetzt da vorne? Verbremst sich, warum verbremst er sich? Mach nicht mit Absicht. Mit die schönen weichen Reifen haben wir auch schön Grip hier. So, er fährt das Innere, ne? Genau, er fährt das Karussell rein. Dann machen wir gleich mal mit. Zack, zack. Schön ausbeschleunigt. Auf Grünzeug gekommen, aber erster Platz. Jetzt haben wir Ruhe, Freunde. Jetzt können wir ganz genüsslich und gediegen hier durchziehen. So, hier innen fahren, hier leicht vom Gas wegen der Anhöhe. Obwohl, wir haben ja Allrad eigentlich. Das Einzige, was uns passieren kann, ist bloß, dass wir untersteuern und nicht übersteuern. Es sei denn, wir bauen ein Sperrdifferenzial ein, wo die hinteren Achsen muss angetrieben werden. Denn dann haben wir es natürlich ganz anders. Und ihr merkt auch schon, ich bin sehr konzentriert auf jeden Fall, weil Nordschleife ist nicht gleich einfach so, keine Ahnung, Dragon Trail mäßig, dass du einfach sagen kannst, ja, die kann ich ja eh aus dem FF. Bei Nordschleife kann man immer was verkehrt machen. Sei es bremspunkttechnisch, lenktechnisch, es gibt immer irgendwas, was einen da in die Karten spielt, ja, also. Genau sowas. Boah. Wir kamen mit Hinterreifen auf den Teppich gekommen. Aber ich hoffe, euch gefällt die Strecke genauso wie mir. Oh, ich denke mal schon, weil wir sind ja alle so in Nordschleifen-Fetischisten. Hier Rennsport, Rennsportfahrer nicht. Ich bin ja kein Rennsportfahrer, aber wir. Ja, virtuell die Rennsportfahrer. Wir lieben alle so die Nordschleife. Und ich merke gerade so gefühlt, im letzten Abschnitt mache ich aber zu viele Fehler hier. Aber gut. Das sei jetzt nur mal so dahingestellt. Und hier schön weit rechts fahren, damit man nämlich hier schön in die Mitte so schneiden kann. Dann hier rechts, dann wieder hier links. Da vorne aber langgezogen aufpassen. Ich würde ab hier schon bremsen. Hier runtergehen. Genau, schon rutscht man nämlich raus. Ah. Wow, da kommt einer hinterher. Alter, okay. Da kam jemand eindeutig hinterher. Dieser Norweger oder Finne hat auf jeden Fall dieselbe Idee gehabt wie ich. Das war auf jeden Fall. Uah, nicht zu verachten. Okay, also die rutschen auf jeden Fall genau an denselben Stellen aus wie ich. Das ist schon mal sehr bemerkenswert, wie man es auch immer sieht. Denn, ja, ich bin nicht der Einzige, der hier verkackt. Guck mal, wir haben jetzt schon 7 Minuten auf der Tacho. Wenn wir da sind, haben wir 8 Minuten. Und jetzt heißt es nur noch durchziehen, durchziehen, durchziehen. Und einen richtigen Anbremspunkt finden. Es ist leicht neblig hier. Da oben sehen wir die Nürburg. Oben rechts den kleinen Pippus da über den Wäldern. Oh Gott, der fährt Windschatten, der Saftsack. Wenn der mir jetzt reinfährt, alter Freunde, ich schwöre. Ich reiß das Lenkrad aus der Verankerung. Da sieht nämlich schon mal so richtig. Oh Gott. Oh Gott. Ich fahre Kampflinie, leck mich. Wow! Der Motor wäre schon längst geplatzt, Junge, bei so vielen Umdrehungen. Freunde, 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 Freunde. Huh.
geschafft. 8,5 Minuten. 8,5 Minuten. Oh, Nordschleife. Es ist immer zum Schluss. Immer zum Schluss machen die Gegner so einen aggressiven Nadelstich. Immer, wo man schon denkt, meistens, ah, es ist doch eh alles ruhig und schick und schön. Da kann auch schon gar nichts mehr passieren. Ja, scheiße, ist genau dann stechen sie meistens zu. Oh, Freunde, ich würde sagen, wir gehen ins Hauptmenü und das lassen wir erstmal alles ein bisschen sacken. Ja, also, leicht dezent ist der Riku ja doch noch ein bisschen angeschlagen. Also, man hat wohl gemerkt, die KI, die zeigt erst ihr wahres Gesicht immer zum Schluss. Immer zum Schluss. Ich habe echt gedacht, jetzt, also, wirst du ganz gediegen, Nordschleife noch fertig. Wo ich gemerkt habe, ich wurde schon Zweiter, dann der Erster, wusste ich, okay, jetzt kannst du so richtig schön schmuf und geschmeidig hier richtig schön die Strecke durchziehen. Ein Scheiß ist. Zum Schluss kommt da dieser pinke Audi von hinten, der meint, der muss nochmal Stress machen, ey, oh. Oh, vor allem, wo ich davon weggerutscht bin, da zum Schluss. Nach der Döttinger Höhe. Dachte ich, jetzt war es das wieder mal. Aber ich konnte mich wieder fangen. Ich konnte mich wieder fangen und das war gut. Das war richtig gut. Das war auch entscheidend, dass ich da mich verfangen konnte. Hätte er mich überholt und dann wäre alles wieder vom Arsch gewesen. Naja, gut, Freunde. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist. Lasst ein Like da, Wertung da lassen. Reicht einfach. Kommentar lassen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. In Gran Turismo Sport daher. Aber Nordschleife war geil. Nordschleife war richtig geil. Ciao.